Oh Leute, Doppel-Pornhub-Shirt, hier bin ich wieder. Weißt du, irgendwie gucken mich irgendwelche Leute immer dreckig an, aber irgendwelche Meme-Dinger, wo denn hier was anderes steht, aber das darauf hindeutet, dass es Pornhub ist, das ist korrekt und das wird akzeptiert. Mich gucken die dämlich an, weil sie denken, ich bin irgendein Pornoproduzent oder sowas. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich entschuldige mich erstmal dafür, dass man im Hintergrund vielleicht die Klima hört. Ich kann hier einfach... was ist denn das da? Da ist irgend so Dreck in meiner Klima drin. Naja, leck ich nachher an. Ich kann hier nicht im Auto sitzen ohne Klima, weil es sind draußen, keine Ahnung, 35 Grad. Ich bin hier leicht in der Sonne drin und das ist richtig eklig. Deswegen muss ich jetzt hier leider den Motor laufen lassen, währenddessen ich stehe und dieses Video aufnehme, um der Umwelt auch ein bisschen Liebe zurückzugeben. Besonderer Tag. Viele Leute haben mich ja angeschrieben, wo ich mir die 6 Gläser mit 6 Menüs gekauft habe. Ey, es gibt noch ein fucking Special Glas. Und ich dachte mir so, halt der Maul, ich habe 6 Gläser, ich habe alles, was es gibt auf der Welt. Und dann haben sie gesagt, nein, guck mal in der App, ich habe in der App geguckt. Und am 29., der heute ist, ist der ganz besondere Tag des... Mach die Augen zu, mach kurz die Augen zu, mach die Augen auf. Regenbogenglases, das ist heute bei McDonald's irgendwie das absolute Special. Das bekommt man irgendwie dazu, wenn man die App vorzeigt, einen QR-Code eintippt. Ich glaube, das ist immer so. Ich, keine Ahnung, ich bestelle nie mit der App, weil mich das nervt, weil die einen dann immer vorgeben wollen, was man bestellt und das nervt mich. Ich will das essen, was ich will und nicht das, was mir irgendein Coupon vorgibt. Auf einmal habe ich 8 Burger, weil ich 1 Euro gespart habe bei 8 Burgern, weißt du, aber habe im Endeffekt trotzdem mehr bezahlt. Aber das checken die Leute nicht, so weißt du. Die gehen da einfach nur hin, wollen eigentlich ein Menü bestellen, aber der so, mit dem Coupon bezahle ich 2 Euro mehr, aber weniger als wenn ich 2 so kaufen würde. Wisst ihr? Mann, ihr lasst euch alle verarschen, Alter. Das ist Verarsche. Scheiße auf diese Coupon-Kacke. Ihr bezahlt letztendlich mehr, als ihr eigentlich ausgeben wolltet. Und die machen hier so, ja, schön money gegettet, Alter, ja. Jedenfalls ist dieses Glas hier rausgekommen und damit ist meine Sammlung vollzählig. Ich werde heute euch auch auf den Laufenden halten. Auf Instagram könnt ihr mir gerne folgen. Ich werde heute verschiedene McDonald's abklappern, weil dieses McDonald's-Glas, dieses bunte Glas, das wird später einen richtigen Wert haben. Und es ist mir scheißegal, ob irgendwelche Briefmarkensammler oder irgendwelche Rolex-Träger mir jetzt irgendwie sagen, dass es nicht irgendwann Wert hat. Ist mir auch scheißegal, wenn ihr mir sagt, dass dieses Ding hier 1 Million mal produziert wird. Ja, vielleicht wird das 1 Million mal produziert, aber wie viele von diesen 1 Million Gläsern wird es in... sagen wir mal 15 Jahren noch geben. Wie viele Gläser von diesen 1 Million werden noch in diesen eingepackten Zustand sein, in diesen Originalzustand? Wie viele von diesen Regenbogengläsern? Erzählt mir das bitte und hört auf, mich hier voll zu labern. Ja, oh, ich habe irgendwelche alten Autos gesammelt. Oh, Briefmarken, wo noch Hitler drauf ist. Ich habe auf jeden Fall Ahnung von Wertsteigerung. Maul, Alter, geh doch hier deine Zinsen sammeln in der Bank oder sowas. Ich investiere halt hier drin. So Leute fragen mich, was machst du denn auf YouTube? Ja, ich verkaufe bunte McDonald's Gläser. Kack mich nicht an. Und davon kann ich mir den 20 von diesen T-Shirts kaufen, dann laufe ich nur noch mit Pornhub-T-Shirt rum. Das ist einfach so, das ist einfach jetzt schon stark limitiert. Das ist einfach so. Ich bin zu dem McDonald's gegangen, das war noch relativ früh gewesen. Und da habe ich gesagt, ey, was muss ich machen, um so ein buntes Glas zu bekommen? Ja, keine Ahnung, was er wollte. Die Sprache habe ich nicht verstanden. Ich wollte einfach nur das bunte Glas. Man muss halt für 7 Euro so ein Menü kaufen. Dann kriegt man hier leider nur so eine kleine, auch wieder verarsche, hier 0,4er statt 0,5er Getränk und 2 Burger und Pommes. Und dann bekommt man dieses wunderbare Glas hier und der hat gesagt, ey, hast du nochmal Glück gehabt? Der hat mich auch gekannt. Wir haben gerade ein bisschen nett geredet. Ich muss den QR-Code einscannen, um zu beweisen, dass ich die App wirklich habe, Alter. Junge, das ist so ein Marketing-Move. Die McDonald's-App ist einfach auf Platz 2 von Deutschland, weil die hier die ganze Zeit solche Dinger hier machen. Und jeder lädt sich diese App runter. Das ist so krass, man, diese Leute sind so krass. Der einzige Minus-Move, den die machen, ist, dass sie mit mir nicht mehr machen. So, ich will so ein Tanzi-Eis oder sowas. Keine Ahnung, so. Aber ich krieg's nicht, weil, ja, ich sehe mich vielleicht auch manchmal so überkrasser. Ich darf ja nicht vergessen, ich bin halt so ein kleiner Pimmel. So, ich bin kein Lochi oder sowas, die hier ganz viele Goldalben und sowas haben. Jedenfalls ist dieses Glas hier stark limitiert und ich werde heute richtig viele McDonald's abklappern, dass ich nochmal dieses Glas bekomme, eventuell auch ein bisschen rumschnorren. Ja, könnt ihr mir vielleicht noch ein Glas geben, weil ich bin mir sicher, das hier wird in kürzester Zeit in Wert steigernd sein, weil die sind überall vergriffen. Junge, das ist heute, ich weiß nicht, wie lange das Angebot ist, heute beginnt es und ich weiß nicht, wie lange man diese Regenbogen Gläser bekommt, aber die Leute laufen in Scharen zu McDonald's, um sich dieses scheiß Glas zu holen, weil viele davon checken, dass dieses Glas, das ist stärker limitiert als die anderen, auch wenn hier normal limitierte Edition draufsteht. Ich habe alle anderen Gläser, ich habe mittlerweile schon 20 Gläser oder so, weil ich so viel bei McDonald's fresse, hier immer Frühstücksmenü, 3,50 Euro, dann kriegst du ein Glas dazu, ja, aber wer steht schon um 10 auf, so nach dem Motto, weißt du, aber dieses Glas hier,
Ich sag es euch, das wird einen hohen Wert haben. Und ich scheiß auf die Leute. Ja, Dislike, laber mal nicht rum, mit deinem Glas hat Wert irgendwann. Ja, lacht mich aus, Alter. Später bin ich in der Villa und hab mir ein schönes Leben gemacht mit den Gläsern, weil alle Leute mich ausgelacht haben. Vielleicht kriegen die anderen nicht so einen Wert, aber die bekommen einen Wert, weil davon gibt es nur wenige. Die sind jetzt schon vergriffen. Wann war ich bei Meckes gewesen? Um 13 Uhr. Es war vergriffen. Es ist Montag. Das bedeutet, die meisten Leute sind noch auf Arbeit oder... Nee, Schule ist noch nicht, oder? Aber die meisten Leute sind noch gar nicht im Begriff, so McDonald's zu holen, weil normale Leute gehen so abends vielleicht so ein Abendbrot essen hier mal zu McDonald's, aber nicht tagsüber, wisst ihr? Und die Gläser sind verfickt nochmal schon fast vergriffen bei dem McDonald's. Und das war kein krasser McDonald's, bei dem ich war. Das war ein normaler, standardisierter McDonald's. Und die hatten kaum noch Gläser. Und ich habe eins davon. Und ich werde heute den ganzen verfickten Tag rumfahren, damit ich den ganzen Kofferraum voll mit diesen bunten McDonald's-Gläsern habe. So ein Glas wird es so in dieser Art nicht mehr geben. Hier steht nicht umsonst limitierte Edition Coca-Cola-Gläser 2019. Das ist nur jetzt. Und das wird vorbei sein. Ich weiß auch nicht, ob das Glas nur heute so hier drin ist oder auch... Das ist auch keine Werbung oder sowas, falls ihr das jetzt denkt. Ich interessiere mich nur für das Glas. Scheiß auf McDonald's. Ich gehe zu Burger King und kaufe mir da auch ein Glas. Wisst ihr, das juckt mich überhaupt nicht. Mir geht es nur um dieses Glas und diese Wertsteigerung, die dieses Coca-Cola-Glas mit sich bringt. Und ich werde es euch sagen. Und in 15 Jahren könnt ihr an mich denken, wenn ihr vielleicht euch ein erfolgreiches Business aufgebaut habt und ich immer noch zu Hause sitze und mir dann denke, ja, ich habe alles richtig gemacht, weil ich investiert habe in fucking McDonald's-Gläser. Alles klar. Holt euch das noch. Ich werde das auch jetzt hochladen. Es ist der 29. Damit ihr es euch vielleicht auch noch holen könnt, könnt ihr mir ja dann zuschicken oder sowas. Ich mache ein Postfach auf und dann schickt mir bitte alle eure McDonald's-Gläser. Oh, geil. Alles klar, Leute. Ich liebe euch ganz doll und bis zum nächsten Video, euer Tanzverbot. Holt euch das Glas oder holt es euch nicht, damit es noch wertsteigender ist und die alle wegschmeißen, weil die denken, das hat keinen Wert. Und dann, oh Mann, schön die Millionen. Yeah.